soll das so sein? Nee, warte mal. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Oh Gott. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es war jetzt ein bisschen länger Pause, aber es gibt jetzt wieder ein neues Video und ich freue mich total, das mit euch teilen zu dürfen auf jeden Fall. Und zwar gibt es heute von mir 6 Aquarellfarben im Test. Da werde ich heute 4 Kategorien testen für euch, und zwar diese 6 Farben. Ich habe sie selber alle noch nicht ausprobiert, deswegen bin ich mal ganz gespannt, das heute vor der Kamera mit euch zusammen zu tun. Und wir werden einfach mal sehen, ob einige davon überhaupt was taugen oder halt gar nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Wie gesagt, heute der ultimative erste Test. Die 4 Kategorien, die blende ich einfach immer ein, und es gibt dann für jede Aquarellfarbe in jeder Kategorie Punkte von 1 bis 3, die ich vergebe, und am Ende werden wir dann sehen, welche Farbe die meisten Punkte hat und welche Farbe zum Beispiel die wenigsten Punkte hat. Einmal ganz kurz zu den Kategorien. Wir haben die erste Kategorie, das ist so das Gesamtprodukt, der erste Eindruck und so die Lieferung, Versand. Dann haben wir die zweite Kategorie, das ist das Lasieren. Es gibt ja so 2 Grundtechniken im Aquarell und unter anderem das Lasieren, das Lavieren. Und dann haben wir die dritte Kategorie, das ist so mein eigener Stil, ob der im Prinzip zu der Farbe passt, sage ich mal. Und zwar werden wir ein Blümchenmotiv malen, beziehungsweise ich werde das malen mit den verschiedenen Farben, und dann werden wir einfach sehen, wie das Motiv dann am Ende quasi aussieht. Wir schauen uns die Farben erstmal ganz genau an, und dazu packe ich sie jetzt einzeln aus und werde einfach so ein bisschen was dazu sagen. Mit der ersten Farbe, mit der ich starte, das ist hier dieser Aquarellturm von Kuinor. So sieht die aus. Die haben einige von euch vielleicht schon mal im Bösner gesehen. Ich finde tatsächlich die Turmverpackung sehr, sehr praktisch. Das ist einfach mal was ganz anderes, mal nicht so das Standardmäßige. Hier haben wir auch im Deckel tatsächlich noch so ein bisschen Platz. Da können wir dann die Farben auch untereinander mischen, so ein bisschen so eine kleine Mischpalette. Grundsätzlich vom ersten Eindruck her finde ich, die Farben sehen jetzt erstmal nicht qualitativ hochwertig aus. Ich finde, sie sehen schon so ein bisschen chalky aus, also so ein bisschen kreidig einfach, als wir würden da so einige Bindemittel mit beigemischt worden sein. Auch so ähnlich, wie man das von diesen Malkasten, diesen Tuschekästen kennt aus der Schulzeit, ne? Da sehen die auch so ein bisschen rau, so ein bisschen matt aus. So sehen die hier auch aus im trockenen Zustand. Mal gucken, wie das dann aussieht, wenn wir die vermalen. Das ist also eher so lala von der Qualität, der erste Eindruck. Die Verpackung, also so wie sie kommt, finde ich super. Einfach mal was anderes. Und zwar, also auch übrigens Platz sparen, ne? Das ist auch total cool. Also ich habe sie einfach im Bösner tatsächlich gekauft. Man kann sie aber auch ganz easy bei Amazon Prime bestellen. Deswegen, da gibt es halt von mir, was so Versandlieferungen betrifft, halt gar nichts zu sagen. Kann man wirklich einfach mal mitnehmen. Im Spontankauf tatsächlich auch vom Preis her nicht so teuer. Deswegen würde ich hier tatsächlich 2 von 3 Punkten geben. Auch einfach, weil mir die Verpackung, also so wie sie halt aufgemacht ist, ganz cool gefällt. Von der nächsten Farbe finde ich die Verpackung tatsächlich suboptimal. Mir gefällt sie gar nicht. Also die Farben, wie sie hier drauf gemalt sind, sehen sie total matt, sehr hautfarben eher aus, sehr pastellig. Hier steht dann Watercolor, Colorful und Bright. Also ich finde, hier die Farben sehen überhaupt nicht bright und überhaupt nicht colorful aus, muss ich sagen. Ich hätte mir auch den Kasten, wenn ich hier den mal umdrehe, dann hier die Farbpalette, die hier drauf ist, also Lemon Yellow. Ich finde, das sieht eher aus wie so ein Grünton, Skin Color, White. Naja, benutze ich halt auch nicht so oft im Aquarell. Orange sieht auch eher aus wie ein Ockerton. Von daher, ich bin gespannt, wie sie aussieht, wenn sie vermalt ist. Diese Travel-Palette habe ich bei Amazon gekauft,
Und auch die Bilder waren nicht sehr vielversprechend. Also ich hätte mir, also hätte ich diesen Test nicht gemacht, hätte ich mir die Farbe tatsächlich nie gekauft, weil sie einfach nicht, ich finde sie einfach nicht schön. Ansonsten die Verpackung ist so ein bisschen standardmäßig, was auch, also da gibt es ja auch andere Markenhersteller, die so eine ähnliche Verpackung haben. Die finde ich sehr praktisch tatsächlich. Gerade wenn man verreist, die ist super. Wenn ich die jetzt hier einmal aufmache, da ist hier noch so eine nette Karte drin, das ist ganz, ganz nett. Hier, das finde ich tatsächlich sehr cool. Hier ist so ein Brush Pen drin, so ein Water Tank Brush Pen, den man hier so zusammenschrauben kann. Der ist groß. Also der hat hier einen großen Tank dran. Ja, es ist hier so ein großer Brush tatsächlich. Der ist jetzt qualitativ auch nicht so mega hochwertig. Aber tatsächlich, die Idee finde ich ganz nett. Hier ist auch noch so ein kleines Schwämmchen, falls man es braucht. Das ist hier ganz cool. Man kann die Farben auch hier nicht nur einzeln rausnehmen, sondern auch hier in so einem 6er-Teilträger. Hier tatsächlich sehen die Farben ganz anders aus. Ne? Die sehen hier richtig leuchtend und hell aus. Und wenn ich mal hier die Farben daneben halte, finde ich tatsächlich, also das ist ein großer Unterschied. Hier das Vermilion, das ist hier richtig ein Rot. Das Orange sieht richtig orangig aus. Auch das Lemongelb sieht super aus. Also der Eindruck, wenn ich mir die Verpackung aufmache, sieht total erstmal gut aus, vielversprechend. Die sehen auch überhaupt nicht chalky, gar nicht kreidig aus, die Farben. Die sehen sehr glänzend aus, sehr farbpigmenthaltig tatsächlich. Ich bin sehr gespannt. Aber von mir gibt es hier von dieser Palette tatsächlich nur ein von drei Punkten, einfach weil ich sie mir nie geholt hätte. Also ich hätte sie gar nicht mehr im Laden anschauen können, tatsächlich, die Palette, weil ich sie, also ich weiß gar nicht, ob sie in irgendwelchen Läden hier in Deutschland zu haben ist, sondern nur online. Und dieser Online-Auftritt und wenn ich die Verpackung mit diesem Karton bekomme, ich hätte sie mir niemals geholt. Deswegen leider tatsächlich echt ein von drei Punkten, obwohl hier mit einem, ne, sie kommt halt mit einem Brush und die Farben sind echt super. Also vom ersten Eindruck her sehen sie wirklich gut aus und dann schauen wir mal, wie sie sich so in der nächsten Kategorie macht. Dann haben wir noch diese Farben in der Tube von Royal Talents Art Creation. Die waren auch überhaupt nicht teuer, auch wie gesagt unter 10 Euro. Und man bekommt hier, sage ich mal, 12 Tuben A 12 Milliliter. Das ist halt super ergiebig. Damit kann man extrem viel machen und viel, viel malen mit Aquarellfarbe. Tatsächlich ist es so, dass ich persönlich sehr, sehr viel negative Erfahrungen mit günstigen Tubenfarben gemacht habe, weil sie wirklich nach dem Trocknen sehr kalkig ausgesehen haben, sehr viel Bindemittel mit drin waren, die da nicht reingehören. Ich würde den Farben jetzt hier im ersten Eindruck erstmal 3 von 3 Punkten geben, einfach weil man bekommt hier wirklich für einen kleinen Preis 12 Milliliter, was echt viel ist. Man kann wirklich viel malen. Die Farbpalette ist vollkommen in Ordnung. Die Lieferung war super schnell. Ich habe es bei ID Kreativmarkt bestellt und es war, glaube ich, am übernächsten Tag da. Von daher kann man echt nicht meckern. Und mal gucken, wie sie sich schlägt. Im ultimativen Vermaltest auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch so eine Palette und zwar ist die von einer China-Marke, No Name. Die habe ich bei Wish bestellt. Der große Nachteil an dieser Palette war tatsächlich, dass ich 6 Wochen drauf gewartet habe oder ich glaube sogar noch länger. Aber der Preis ist tatsächlich vollkommen okay gewesen. Es war auch, ich glaube, knapp 10 Euro hat die gekostet. Und wir haben hier 36 Farben. Oh, jetzt... Soll das so sein? Nee, warte mal. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Oh Gott. Okay, wieder reingeklickt. Ja, die Farbpalette ist tatsächlich sehr cool. Wir haben hier ziemlich coole Farben, aber auch hier tatsächlich sehr ähnlich von bei Kohinoor auch, finde ich, der erste Eindruck. Die Farben sehen nicht sehr hochwertig aus. Auch so ein bisschen kalkig, muss ich sagen. Auch so diese ja, Schulmalfarben, wie man sie kennt. Hier ist auch ein Pinsel mit bei. Oder wurde sogar angeklebt hier mit Klebeband. Ja. Nee, also nein. Einfach nein. Also ist ja ganz nett, dass sie sich die Mühe gemacht haben, noch einen Pinsel mit reinzulegen, aber den kann man so wirklich auch nicht verwenden. Hier ist auch so eine Ecke drin, soll das so sein? 1 von 3 Punkten. Nur die Farbbreite finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Gleich daneben haue ich mal hier so ein
Farbenset von Rico Design. Hier sind die Näpfchen bei den 12 Farben ein bisschen größer tatsächlich. Also diese Watercolor Cakes werden die ja auch ganz gerne genannt, diese kleinen Küchlein hier. Die Farben sind ziemlich cool, das ist nicht so diese Standardpalette, deswegen gibt es da von mir auf jeden Fall einen Punkt, weil hier ist nämlich so ein Rosaton dabei und hier ist es auch so pinkisch-rosa, vielleicht soll es auch Magenta sein. Das mit dem Weiß, das verstehe ich immer nicht, warum die Leute Weiß unbedingt mit reinmachen, weil man es im Aquarell tatsächlich nicht so wirklich gut verwenden kann. Ansonsten, ja, von der Farbrange, wie gesagt, erstmal gut. Die Qualität der Farben wirklich sehr ähnlich wie die davor von der China-Variante. Diese 12er Rico Design Palette habe ich tatsächlich auch bei Idee Kreativ bestellt. Alles übrigens selber bezahlt. Und hier war auch schon am nächsten oder übernächsten Tag das da. Tatsächlich super easy, unkompliziert gewesen. Unter 10 Euro die Palette. Die nimmt sich auch mit der No-Name China-Variante. Also die sind sich ja sehr ähnlich. Aber tatsächlich, hier gibt es von mir einen Punkt mehr im ersten Eindruck, einfach aufgrund der Lieferzeiten, weil ich nämlich nicht so lange warten musste. Deswegen gibt es auf diese Palette von mir 2 von 3 Punkten. Dann haben wir noch diese Palette hier von aus dem Action. Watercolor Paint Set, 12 Farben. Made in China steht drauf. Ist ganz nett hier mit dieser Metallschachtel, muss ich sagen. Bisschen laut gerade gewesen. Wir haben hier auch die Farben. Also aufgereiht, die sehen super kalkig aus, also auch sehr matt, also gar nicht glänzend oder so, sondern wirklich super matt, auch im trockenen Zustand, finde ich, sieht überhaupt nicht überzeugend aus, muss ich sagen. Ansonsten, man kann es halt nicht online bestellen, sondern wirklich nur, wenn man im Action ist, aber es gibt ja mittlerweile sehr viele Action-Läden, das heißt, der Zugang zu dieser Palette ist tatsächlich sehr einfach. Von daher gibt es eigentlich schon einen Punkt dafür. Dann die Metallschachtel ist auch ganz nett. Aber die Farben, also die sehen jetzt schon im ersten Eindruck, die sehen viel schlechter aus als die von der China-Variante auch. Und die sehen schon echt ein bisschen kalkig aus, die Farben. Oder auch von der Rico Design Palette, die sehen auch ein bisschen kalkig aus. Aber die hier sehen noch viel schlimmer aus, muss ich sagen. Und gebe deswegen auch nur 1 von 3 Punkten. Und hier sehen wir jetzt einmal nochmal die ganzen Farben in der Übersicht und die vergebenen Punkte. Dabei bilden auf jeden Fall das Schlusslicht die Farbpalette vom Action, die China-Palette und die Amazon Travel-Palette, die ja mit den Farben so einen schlechten Eindruck hinterlassen hat bei mir. Ansonsten auf dem Platz weit vorne ist die Art Creations von Royal Talent, so vom ersten Eindruck tatsächlich und von der Verpackung und wie man sie tatsächlich bekommen kann. Und dann sind wir einfach mal gespannt, wie es jetzt weitergeht mit der nächsten Kategorie. Das Lasieren ist beim Aquarellieren ganz, ganz typisch. Im Prinzip bedeutet das einfach nur, dass wir eine Farbschicht auftragen, sie trocknen lassen und dann eine zweite Farbschicht drüber malen. Das heißt, wir bauen unsere Farbschichten nacheinander auf, aber immer erst, wenn sie getrocknet sind. Beim Lavieren ist das dann anders. Da geben wir dann nämlich eine zweite, dritte Farbe in die noch feuchte Farbe und wir arbeiten immer, während die Farbe noch nass ist. Hier jetzt aber lassen wir die Farbe dann immer nacheinander trocknen. Ich habe mir hier einmal die 6 Kästchen vorbereitet. Wir werden jetzt immer das gleiche Motiv im Lasieren machen. Und zwar male ich jetzt die Erdbeere und ich beginne jetzt hier wirklich mit der Kuinor-Farbe. Man kann, finde ich persönlich, das auch immer sehr gut an den roten Farben sehen, wie, ich glaube, ich nehme einen größeren Pinsel, wie von der Qualität her, wie gut oder wie schlecht halt die Farben sind. Ganz kurz noch, und zwar benutze ich hier das Hahnemühle Expression, das ist 100% Baumwolle. Das ist sehr, sehr gutes Papier und ich finde persönlich, dass dieses Papier jede Farbe, also aus jeder Farbe immer so das Beste rausholt. Tatsächlich, finde ich persönlich jedenfalls. Das heißt, auch nicht so perfekt tolle, super Farben. Die sehen auf dem Papier auch immer noch ziemlich gut aus. Das einfach mal für alle Farben, damit sie alle die gleiche Voraussetzung haben. Und jetzt hier einfach, ich benutze jetzt hier von der Kuinor-Farbe einfach mal hier so einen Rotton. Hier den hier. Hier sind ja keine Farbbezeichnungen dazu, deswegen einfach mal drauf loslegen. Die muss jetzt erstmal trocknen, damit ich die zweite so daneben drüber malen kann. Deswegen mache ich jetzt hier gleich weiter mit der Etzigo. Ich weiß nicht, ob die so ausgesprochen wird. Etzigo. Da benutze ich hier den roten Farbton. Die haben da gar nicht so einen Magenta-Farbton. Deswegen ist das hier tatsächlich eher so ein Orangeton, finde ich jedenfalls.
Einzige, was mir tatsächlich aufgefallen ist, also die verhalten sich alle relativ ähnlich. Es ist halt ein Unterschied hier, die von Art Creation, die flüssige Farbe. Ich benutze Tubenfarbe tatsächlich auch sehr gerne, aber dann lasse ich sie mal austrocknen und dann benutze ich sie so als feste Farbe und aktiviere sie dann mit Wasser im Prinzip. Also jetzt hier schon die schon feuchte Farbe so ein bisschen anmischen, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Tatsächlich. Und ansonsten hier, also bei der Action-Palette, da braucht man super viel Pigmente, um dieses transparente etwas hier zu zaubern. Also wir gucken dann mal in der zweiten Farbschicht, wenn wir hier versuchen, wirklich eine deckende Schicht drauf zu malen. Also das ist so der erste Eindruck tatsächlich. Ansonsten kamen mir alle Farben relativ pigmentiert vor. Wir machen jetzt quasi die zweite Farbschicht einmal. Hier bei der Kuinor und da versuche ich jetzt hier einfach noch deckender zu werden, um nochmal einen Unterschied zu sehen. Mal gucken, ob das jetzt hier schon trocken ist. Also beim Auftragen hier sieht es sehr schön leuchtend aus, auf jeden Fall die Farbe. Das Grün aus der Action-Palette, das sieht schon beim Auftragen super kalkig aus und ich finde auch, das macht so richtig Knirschgeräusche, also als wären da irgendwie so, wie so, ja, so kleine Körner oder so drin. Finde ich sehr unangenehm beim Auftragen auf jeden Fall. Hier die China, die Riku-Palette finde ich sehr angenehm mit dem Auftragen, die verdünnen sich sehr schnell, die wird schnell aktiviert. Ansonsten hier die Kuinor. Finde ich jetzt hier auch auf den ersten Blick eher ein bisschen schwierig von der Farbe auf dem Papier tatsächlich. Und hier finde ich tatsächlich die Etsigo, die sieht eigentlich echt ziemlich gut aus. Hier sehr gleichmäßig hat sich die Farbe verteilt auf jeden Fall. Und die Farbe sieht auch super leuchtend aus. Obwohl tatsächlich hier das nicht so ein Magenta-Ton, sondern es ist eher so ein Orangerot. Es ist halt ein bisschen schade, dass hier so ein Magenta-Ton nicht mit drin ist. Ansonsten hier die Art Creation, ja, die wirken auch ein bisschen kalkig tatsächlich. Aber hier Riku, China, die sehen jetzt nach dem Trocknen auch so ein bisschen kalkig aus. Ich vergebe wieder die Punkte. Bei mir bekommt die Action Palette wirklich 0 von 3 Punkten, weil sie wirklich, ich finde sie wirklich schrecklich. Sieht überhaupt nicht gut aus. Überhaupt gar nicht gleichmäßig, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Sieht einfach auch vom Farb, vom Auftraggefühl und so überhaupt gar nicht, wirklich nicht gut. Denn hier in dem Beispiel auf jeden Fall die Etsigo-Palette 3 von 3 Punkten, finde ich sehr, sehr gut. Und ansonsten hier die Kuinor-Palette bekommt von mir 1 von 3 Punkten. Ich finde, dass es so aussieht, als würde sich so ein bisschen das Papier irgendwie auflösen. Das finde ich tatsächlich nicht ganz so angenehm. Auch die China-Palette hier. Also es liegt gerade auch so daran, dass ich hier zwei verschiedene Farbtöne gewählt habe, tatsächlich von der Riku und von der China-Palette. Aber hier der Farbton, der sieht hier auch super kalkig aus auf dem Papier. Deswegen hier auch nur 1 von 3 Punkten. Und dann hier jeweils die Riku Design und die Art Creation bekommen von mir jeweils 2 von 3 Punkten. Ich finde, sie sehen auch leicht kalkig aus. Aber der Farbauftrag war auch gut. Also hier natürlich sehr ähnlich mit der China. Hier nur noch einen Punkt mehr, weil ich finde, dass hier die Farben einfach in dem Beispiel ein bisschen besser aussehen. Und die Art Creation, ich finde tatsächlich, dass die hier in dem Beispiel auch ganz, ganz gut geworden ist. Die kann man so schon auf jeden Fall mal ausprobieren. Beim Lavieren habe ich mir nochmal andere Farbtöne rausgesucht, und zwar ein Blau und ein Gelb. Thank you.
Es geht an die Punktevergabe. Die Action-Palette bekommt von mir 1 von 3 Punkten. Ich finde, hier bei der Übung sah sie jetzt nicht ganz so schlimm aus wie in der vorigen, muss ich sagen. Deswegen den einen Punkt. Die Quinoa bekommt von mir, ja, 2 von 3 Punkten in dem Moment. Also ich finde, sie sieht jetzt nicht so doll kalkig aus wie in dem anderen Beispiel. Aber hier das mit den Kreisen drumherum finde ich jetzt nicht so schön mit den hellen Pupsen. Die Art Creation finde ich hier in dem Beispiel nicht so gut tatsächlich. Also ich sehe es hier auch immer noch mal ein bisschen näher dran als auf der Kamera. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so gut sehen könnt tatsächlich. Und zwar kriegt sie von mir nur 1 von 3 Punkten, weil ich hier, also es sieht so krischelig einfach aus. Das finde ich nicht so schön. Und ansonsten die Rico Design, die China, also China kriegen jetzt hier im Vergleich zu den anderen bei mir 3 von 3 Punkten. Und die Etsigo Palette bekommt von mir auch von 2 von 3. Hier, die sehen doch ein bisschen leuchtender aus, die Farben. Und hier ein bisschen matter. Also das Blau jetzt hier wahrscheinlich, daran liegt es auch einfach. Hier die Pigmente sind einfach so ein bisschen matter, auch irgendwie finde ich jetzt nicht 100% so gut. Genau. Okay, auf geht's zur nächsten Kategorie. Ich male ja sehr viele Blümchen und Blätter tatsächlich und verwende da auch oft die Nass-Nass-Technik mit Farbverläufen. Das wende ich jetzt einfach mal an, immer das gleiche Motiv in allen 6 Kästchen mit allen 6 verschiedenen Farben. Und ganz zum Schluss schaue ich mir dann alle nochmal an und das ist dann im Prinzip unsere 4. und letzte Kategorie, in der ich jetzt die Farben im Prinzip bewerten möchte. Und ich lasse das jetzt aber einfach mal im Zeitraffer durchlaufen, weil wir ja schon, sage ich mal, alles soweit zu den Farben gehört haben. Nur, dass wir uns jetzt, wie ich male, im Prinzip das Ergebnis uns dann einfach nochmal anschauen. Zeit, das Fazit in dieser Kategorie tatsächlich zu ziehen. Das ist hier eine sehr subjektive Kategorie, einfach weil das mein Malstil ist und es gibt einfach ganz viele, die nicht so malen. Ich male eher so ein bisschen locker, flockig aus der Hand. Ich habe hier mit einem Viererpinsel gearbeitet
weil wir ja hier eher kleinere Motive auch tatsächlich haben. Und ich habe versucht, so gut es geht, immer versucht, die gleiche Farbauswahl zu treffen und ungefähr, also die gleiche Platzierung, und habe mich da versucht, dran zu hangeln. Also ich muss jetzt hier auf den ersten Blick auch sagen, und von meinem Gefühl her nach Malen, ist der Action und die Kuinoa-Farben die absolute Vollkatastrophe. Die würde ich so überhaupt nicht verwenden. Ich würde die auch einfach nicht weiter benutzen, Punkt aus, weil es einfach vom Malgefühl her so unangenehm ist, also so wie ich es auch kenne und so wie ich es gewohnt bin, so wie ich normalerweise male. Deswegen sind die beiden absolut raus und die bekommen von mir wirklich 0 von 3 Punkten. Es geht leider nicht anders. Ist wirklich nicht so cool. Dann vom Endergebnis finde ich tatsächlich die beiden besten. Gefallen mir tatsächlich die Etsigo-Palette und die Art Creation sind hier tatsächlich in dem Test am besten mit ausgefallen. Ich habe mir hier bei der Art Creation habe ich mir so einen lila Ton gemischt, da war auch alles da tatsächlich, also ich habe Magenta, einen Blauton, konnte mir hier einen lila zusammenmischen, das war jetzt gar nicht so das Problem. Das Problem allerdings an der Etsigo Palette ist einfach, ich zeige es hier nochmal, wir haben hier keinen Magenta-Rotton und kein Blau. Ich habe hier so ein, dieses Orange-Rot tatsächlich, ich habe es mich jetzt nicht getraut in der Anwendung, ich mache es jetzt hier einmal. Und das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, das wird nämlich kein Lila nämlich, weil das hier kein echtes Rot ist, sondern da sind Gelbpigmente mit drin. Und Gelb und Blau und Rot, das ergibt einfach Braun. Und hier kann man es sehen. Ich nehme hier nochmal hier eine Ecke. Also das hier ist kein Lila geworden, wenn ich dieses Rot hier und dieses Blau vermische. Jetzt habe ich halt einfach das Problem, dass ich hier kein Lila-Ton mischen kann und es einfach kein Lila gibt. Dafür habe ich natürlich dann hier so einen Hautton. Ich habe zweimal Brauntöne. Das Blau ist ganz nett. Ich habe auch noch ein Schwarz mit dabei. Das ist auch ganz cool. Das Weiß brauche ich sowieso nicht. Also die Farbauswahl hier bei der Palette finde ich ein bisschen enttäuschend, weil ich sehr gerne Lila benutze und sie einfach nicht da ist. Deswegen bekommt diese Palette, die Etsigo-Palette, 2 von 3 Punkten von mir, weil... Ja, ich einfach, also der Farbauftrag ist super, also von den Pigmenten und es sieht wirklich fantastisch aus, muss ich sagen. Der Farbverlauf hat super geklappt hier. Sieht, es geht alles ganz toll ineinander über und auch sehr gleichmäßig hat sich die Farbe verteilt. Es sieht schon schau aus, allerdings von der Farbauswahl 2 von 3. Die Art Creation kriegt dann von mir dementsprechend 3 von 3 Punkten. Ich finde, es sieht hier ziemlich gut aus. Also mal abgesehen davon, was vorher in den anderen Tests rausgekommen ist, finde ich hier einfach wirklich, hat es ein gutes Ergebnis geworden. Und die Farbauswahl ist super, von daher 3 von 3. Und dann hier die Rico und die China Palette. Also ich habe hier tatsächlich, die Farbauswahl ist super. Das Auftragen, also sie bekommt von mir, um es kurz zu machen, 1 von 3 Punkten. Ja, ich finde die Farbauswahl super und ich muss auch sagen, für den Preis hätte ich mir sie auch, hätte ich sie jetzt nicht für den Test gekauft, hätte ich sie mir auch so irgendwann mal gekauft, um sie auszuprobieren. Einfach nur, um sie auszuprobieren. Ja, weil ich die Farben einfach total nett finde. Allerdings hier auch nach dem Trocknen finde ich, so wie ich jetzt hier meinen Malstil angewendet habe, es ist sehr ungleichmäßig getrocknet und es sieht jetzt nach dem Trocknen auch sehr kalkig aus, muss ich sagen. Hier sind so ein paar kleine Risse entstanden, es sieht so ein bisschen brüchig aus. Finde ich persönlich jetzt einfach nicht so schön. Der Farbverlauf ist auch nicht so cool geworden, wie jetzt hier zum Beispiel in dem Vergleich. Deswegen 1 von 3 Punkten. Insgesamt fand ich, dass die Action-Palette tatsächlich am wenigsten überzeugt hat. Sie war eigentlich eine Vollkatastrophe. Es geht gar nicht. Die würde ich absolut nicht empfehlen. Auch nicht für Einsteiger, auch wenn sie günstig ist. Nein. Also selbst zum Kindermalen finde ich sie auch noch nicht mal gut genug. Also ich meine, ich glaube, 1 Euro hat sie gekostet. Nee, also den kann man sich dann sparen und sich lieber einen Kaffee dafür holen tatsächlich. Damit ist die Action-Palette auf dem letzten Platz gelandet mit nur 2 Punkten. Die Kuinoa-Palette mit 5 Punkten ist noch ein bisschen besser gewesen, aber auch ich würde sie tatsächlich nicht empfehlen. Für 4,90 Euro ja, hätte ich sie vielleicht auch mal mitgenommen, um sie auszuprobieren. Jetzt habe ich sie ausprobiert und würde sie tatsächlich auch für den Preis nicht empfehlen. Auch 4,90 Euro ist zwar günstig, aber die Qualität ist tatsächlich... Es ist unangenehm, damit zu malen, finde ich persönlich einfach. Die China-Palette auf Platz 3, ein bisschen zusammen mit der Rico-Palette, haben sich nicht so viel genommen von der Qualität her. Die Pigmente, wie sie verlaufen sind, super, super ähnlich auf jeden Fall. Bei der Rico-Design sind einfach die Lieferzeiten, sie war halt einfach schneller da. Und tatsächlich würde ich sie auch für einen Einsteiger einfach mal, um auszuprobieren,
Kann man es einfach mal machen. Also ich hätte sie im Laden gesehen und ich habe sie ja auch schon vorher, bevor ich den Test hier gemacht habe, im Laden gesehen. Und es hat mir in den Finger gekribbelt, sie einfach mal auszuprobieren von der Qualität her. Es sind keine hochwertigen Aquarellfarben, das muss man einfach dazu sagen. Für Kids auf jeden Fall richtig gut geeignet, würde ich da auch empfehlen. Für jemanden, der ganz am Anfang steht und einfach mal ausprobieren möchte, wie so Wasserfarben vermalen, kann man mal machen. Wenn man dann aber wirklich mit Aquarellfarben malen möchte, dann wirklich zu Näpfchenfarben zurückgreifen, beziehungsweise zu qualitativ hochwertigen Farben. Damit sind wir auf Platz 2 gelandet, und zwar ist das die Etsigo-Palette. Die habe ich ja schon erwähnt, dass sie einfach in den Tests auch ziemlich gut abgeschnitten hat. Die Farbe ist ziemlich gut verlaufen. Allerdings ist einfach die Vermarktung, sage ich mal, beziehungsweise die Produktfotos sind einfach gräuslich. Ich hätte sie mir dann niemals geholt. Die Farbauswahl, es ist leider kein Lila-Ton, kein ordentlicher Magenta-Ton dabei. Man könnte also Lila auch nicht mischen, leider. Finde ich wirklich einen großen Punkt Abzug und einen Wermutstropfen. Ansonsten, wer Lila nicht braucht oder Magenta, der kann die gerne mal ausprobieren. Die Pigmente sind echt super. Also für unter 10 Euro finde ich sie wirklich gut und würde sie auch empfehlen, wer dann so Abstriche an den Farben machen kann. Und auf Platz 1 sind die Art Creations Tubenfarben von Royal Talents gelandet. Tatsächlich haben sie in einigen Tests überzeugt, in einigen Tests war es jetzt aber auch nicht perfekt gewesen. Wir sind halt auch immer noch in sehr qualitativ mittleren bis minderwertigen Bereich, was Aquarellfarben betrifft. Dafür finde ich die Tubenfarben aber ziemlich gut. Man kann sie auf jeden Fall als Einsteiger ausprobieren. Ich würde sie immer nicht feucht verwenden, sondern wirklich in einer Palette. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald.